Geld und Co. präsentiert von der Basler Kantonalbank. Guten Abend miteinander. Herzlich willkommen zu unserer neuen Wirtschaftssendung «Geld und Co. auf Tele Basel». Wir reden über wichtige Themen wie Vermögen, Investitionen oder Vorsorge. Ziel ist, dass Sie sich besser im Wirtschaftsalltag zurechtfinden. Wir führen jeweils ein Expertengespräch, schauen zurück auf die wichtigsten Wirtschaftsnews und wir entdecken in unseren Reportagen spannende Wirtschaftsgeschichten. Heute geht es um ein ernstes Thema, um den Tod. Es ist wichtig, dass man sich früh genug damit auseinandersetzt und den Nachlass regelt, solange man noch selber entscheiden kann. Wir reden in der Sendung über das revidierte Erbrecht, über die Frage, warum ein Testament wichtig ist, und wir begleiten ein Bestattungsunternehmen. Zuerst aber zum Thema Erbrecht. Über das reden wir mit Binya Gadola. Sie ist Teamleiterin Erbschaftsberatung bei der Basler Kantonalbank. Frau Gadola, am 1. Januar 2023 ist das neue Erbrecht in Kraft getreten. Warum ist es revidiert worden? Also das Erbrecht in seinen Grundzügen besteht seit etwa 110 Jahren und seitdem hat sich einiges verändert, auch die Formen, wie wir zusammenleben. Ist es früher die klassische Ehe mit gemeinsamen Kindern gewesen, lassen sich heutzutage viel mehr Leute scheiden, heiraten ein zweites Mal. Es gibt Paare, die ohne Trauschein zusammenleben, mit oder ohne Kinder. Mit diesen veränderten gesellschaftlichen Lebensformen hat der Gesetzgeber Rechnung tragen. Was hat sich denn konkret verändert? Also die Person, die ein Testament schreiben möchte, ist jetzt freier in der Nachlassplanung, ist freier zu sagen, wem sie was möchte hinterlassen und kann so zum Beispiel auch andere Personen wie Stiefkinder oder gemeinnützige Institutionen etwas vererben. Wie die neue Aufteilung aussieht, das schauen wir uns jetzt gerade an. Sie haben uns hier ein Beispiel mitgebracht. Genau, das ist ein Beispiel von einem verheirateten Paar mit Kindern. Wir sehen ganz links, dass die gesetzlichen Erbteile unverändert bleiben. Das heisst also, wenn ich kein Testament verfasst habe, dann kommen die Regeln zum Zug. Genau, dann wird einfach bestimmt gesetzt, dass dann der Nachlass hälftig aufgeteilt wird. Die eine Hälfte geht an überlebende Ehegatten und die andere Hälfte geht an Kinder. Was neu ist jetzt eben seit dem Januar, ist, dass der freie Teil, den man darüber verfügen kann, das ist der Boni-Kuchenteil, dass der grösser geworden ist. Man sieht das oder, im Vergleich mit dem mittleren Kuchen. Vorher war das 3/8, damit man sich etwas darunter vorstellen kann. 3/8 entspricht 37,5%. Genau, das ist richtig. Und jetzt eben neu sind das 50%. Dann haben Sie uns ein anderes Beispiel mitgebracht. Genau, das ist das Beispiel von einer alleinstehenden Person mit 3 Kindern. Auch hier von gesetzeswegen keine Änderung. Das heisst, der Nachlass, also das Vermögen, das beim Tod noch vorhanden ist, wird einfach auf die Kinder aufgeteilt. Und auch hier sieht man schön ganz rechts, dass der braune Freiteil jetzt die Hälfte vom Nachlass beträgt, wohingegen die Person bis Ende letzten Jahr doch sehr eingeschränkt war. Mit einem Viertel. Wem bringt das neue Gesetz Vorteil? Also ich denke, all diesen Personen, die jetzt eben freier sind, die freier können bestimmen können, wem sie was möchten vererben möchten, eben so zum Beispiel verheiratete Pärchen mit oder ohne Kinder, sogenannte Konkubinatspaare, die ohne Trauschein zusammenleben, aber auch sogenannte Patchwork-Familien mit Stiefkindern. Wenn wir jetzt schon ein Testament verfasst haben, ist es jetzt wegen dem revidierten Erbrecht nicht mehr gültig? Nein, das ist nicht so. Es ist weiterhin gültig. Es ist einfach so, wenn in diesem Testament bestimmte Anteile drinstehen, wie zum Beispiel 3/8, das deutet auf die altrechtlichen Pflichtteile hin. Und die kommen dann aber auch so zur Anwendung, obwohl jetzt die neuen Pflichtteile gelten. Dann sollte man sich die Unterstützung von einer Expertin oder einem Experten suchen und mit dieser Hilfe dann je nach Situation einen Auftrag zum Testament verfassen oder dann gerade ein neues Testament aufsetzen. Kommen wir noch zu ein paar praktischen Tipps für unsere Zuschauerinnen und Zuschauer. Wie muss ein Testament verfasst sein? Also das Testament muss von A bis Z von Hand geschrieben sein. Also das kann nicht mit dem Computer geschrieben werden? Nein, also da sagt das Gesetz ganz klar, das muss eigenhändig verfasst werden und am Ende des Textes sollte das Datum und die Unterschrift angebracht werden. Dann macht es sicher auch Sinn, das Testament als solches zu betiteln und dann noch die eigenen Personale wie Name, Geburtsdatum und aktuelle Adresse beizufügen, dass man auch weiss, wer das Testament verfasst hat. Wo muss man es aufbewahren?
Wir empfehlen grundsätzlich, das Originaltestament bei der zuständigen Behörde zu deponieren. Das ist in Basel-Stadt, das Erbschaftsamt an der Rittergasse. Alternativ kann man es auch daheim, wenn man sicher einen Ort aufbewahren. Dann sollte man jedoch zwingend eine Vertrauensperson einweihen, wo dann das Testament ist, dass es dann auch beim Erbschaftsamt eingereicht werden kann. Und wann ist der richtige Zeitpunkt, das Testament zu verfassen? Ja, der richtige Zeitpunkt ist sicher sehr individuell. Ich denke, es sind so Anlässe wie ein Heirat oder die Geburt vom ersten Kind oder wenn man eine Liegenschaft erwirbt, dann macht es sicher Sinn, dass man sich um den Nachlass kümmert und das dort regelt. Dankeschön. Wir kommen nachher noch mal zurück zu Ihnen. Geld und Co. heute zum Thema Erbschaften, Testament und Tod. Zu diesem Thema gehört auch das Bestattungswesen. Es gibt eine ganze Reihe davon in unserer Region. Eins davon ist das Basler Beerdigungsinstitut Bürgin und Thoma. Das ist ein Familienunternehmen aus Altschwil, gegründet 1980. Es ist ein hartes Geschäft. Einerseits wegen Konkurrenzkampf und andererseits eben, weil ein Bestatter auch mit der schwierigen emotionalen Seite muss zurechtkommen. Wir sind im Untergeschoss vom Universitätsspital Basel. In dieser Tiefgarage ist die Pathologie. Das ist der Ort, wo die Bestatter die Verstorbenen jeden Tag abholen. Ein spezieller Ort und eine spezielle Arbeit. Jana Thoma ist Geschäftsführerin vom Basel Beerdigungsinstitut Bürgin und Thoma. Das Unternehmen beschäftigt 6 bis 8 Bestatter im Aussendienst und 4 Mitarbeiterinnen in der Beratung. Der Hauptsitz ist in Basel an der Rittergasse und dann gibt es noch weitere Filialen verteilt in der ganzen Region. Wir sind ein Familienbetrieb, seit über 40 Jahren, in zweiter Generation jetzt mittlerweile. Und auch meine Eltern als Inhaber sind nach wie vor im Unternehmen tätig, sind ein bisschen zurückgezogen, aber sie sind auch noch da. Wenn man mit den Leuten aus dem Bestattungswesen über das Geschäft und die Gewohnheiten in der Branche redet, dann merkt man schnell, dass es ein schwieriges Business ist. Es herrscht ein harter Verdrängungskampf. Er wird geprägt von Missgunst und einem Konkurrenzkampf, der eher unschön ist. Ich denke mir einfach, es gibt ganz viele Leute, die das Gefühl haben, mit dem kann man ganz schnell ganz viel Geld verdienen. Und das ist nicht so. Es gibt ja viele Bestatter, die es jahrzehntelang gibt, auf dem Platz Basel und um Platz Basel. Und dann gibt es aber immer wieder solche, die das probieren, kurzfristig auftauchen, weil man das Gefühl hat, mit dem verdient man, oder wird man reich. Mit wenig Arbeiten verdient man Geld. Der Sarg mit der verstorbenen Person ist auf dem Hörnli angekommen und wird ins Krematorium gebracht. Aber der Transport von toten Menschen ist bei weitem nicht die einzige Dienstleistung von einem Beerdigungsinstitut oder einem Bestattungsunternehmen. Wir machen Abmeldungen auf den Ämtern, wenn man das möchte. Kann man selbstständig selber machen. Wir machen Todesanzeigen, wir machen die ganzen Trauerfeiern, wir helfen bei den Blumen. Oder wenn es in eine Kirche geht, wenn jemand spezielle Wünsche hat, wenn es zum Beispiel ein junger Mensch ist und ganz viele Leute, oder wenn es jemand ist, den man kennt und eine riesen Abdankung ist, wo man alles koordinieren muss. Als Bestatter ist man immer als Erster bei den Verstorbenen und weiss nicht immer, was für eine Situation das man antrifft. Dieser Job muss einem gegeben sein. Es hat schon Situationen gegeben, wo es ein bisschen too much war für mich. Vor allem der erste Einsatz, den ich hatte, als Pikeman. Da sind wir mitten in der Nacht ausgerückt und das war schon Suizid. Ich wusste nicht genau, wie ich mit dem umgehen soll, ob es überhaupt so der richtige Job ist oder nicht. Ich brauchte eine Woche Zeit für mich allein, um das Ganze zu verarbeiten. Und wirklich den Gedanken hatte, nicht mehr das zu machen. Ja. Und trotzdem ist Michael Brandenberger bei seinem Job geblieben. Auch wenn das Bestattungswesen in Basel und auch ganz allgemein in der Schweiz ein schwieriges Pflaster ist. Manchmal wissen die Hinterbliebenen noch zu allem Schmerz gar nicht, was für Beerdigung sich die verstorbene Person gewünscht hat. Frau Gadola, kann man auch die eigene Beerdigung zu Lebzeiten planen? Ja, das ist möglich und macht meines Erachtens durchaus Sinn, dass man neben dem Testament auch so eine Erklärung über die Bestattungsart dort ausfüllen. Das Formular kann man zum Beispiel beim Friedhof Hörnli beziehen oder natürlich auch im Internet und dann ausfüllen. Dankeschön, Frau Gadola, für Ihre Ausführungen. Das war es von dieser ersten Ausgabe von Geld und Co. Nächsten Mittwoch gibt es die neueste Sendung. Unter anderem reden wir dann über das neue Mieterschutzgesetz und den Immobilienmarkt in der Region. Ich wünsche Ihnen eine gute Zeit. Auf Wiedersehen. Geld und Co. präsentiert von der Basler Kantonalbank.